Wieso machen wir eine 38 drauf und keine 40? Deine Mutter wird lieber 38. Frag sie besser nicht, wieso. Mach doch irgendwas Lustiges. 40 ist was Besonderes. Ich werde 38. Okay, 38. Themawechsel, klar. Ist schon irgendwie merkwürdig. Wir werden in der gleichen Woche 40 und die Party ist nur für mich. Nein, das ist gar nicht merkwürdig. Denn du wirst 40 und ich werde 38. Komm schon, willst du wirklich eine von diesen Tanten sein, die ihr Alter verleugnen, weil sie dadurch verunsichert sind? Sie lügen und lügen und vergessen dann, wie alt sie wirklich geworden sind. Du kapierst es nicht. Du verstehst es einfach nicht, wie die Sache funktioniert. Ich will nicht nur in Ü40-Läden shoppen. Ich schaff das jetzt noch nicht. Ich brauche dafür noch 2 Jahre. Das ist so irrsinnig, dass es mir irgendwie einleuchtet. Was bekomme ich denn von dir geschenkt? Moment, hast du nicht gesagt, wir schenken uns dieses Jahr nichts? Verarschst du mich jetzt? Selbstverständlich will ich ein Überraschungsgeschenk. Hallo, ich nulle dieses Jahr. Ich werde 40. Debbie und Pete sind schon eine Weile verheiratet und längst keine romantische Beziehung mehr, wie es im filmischen Vorläufer beim ersten Mal thematisiert wurde. Jetzt haben sie Ärger mit 40. Das ist eine Fortsetzung. Gibt es die Chance für einen dritten Teil, wenn alle graue Haare haben und nach Florida gezogen sind? Klar, wir sehen das als unsere Version von Hanekes Amour. Ich denke, wie sich das Leben so ändert, werden wir sehen. Ich hätte zum Beispiel nichts dagegen zu zeigen, wie Mort ans College kommt oder irgendwas in der Art. Du müsstest echt mehr rausgehen. Spiel draußen im Freien, Sadie. Ja, bau doch Sachen. Ich meine, bau doch einen vor. Das ist eine gute Idee. Was? Ja, bau eine Festung. Spiel mit deinen Freunden dort und... Wie bitte ein... Und das draußen? Ja. Was mache ich da drin? Was soll ich in dem Scheiß vortun? Als ich so alt war wie du, haben wir draußen Baumhäuser gebaut und mit Stöcken gespielt. Niemand spielt heute noch mit Stöcken. Wieso streiten wir uns ständig? Keine Ahnung, ich verstehe es wirklich nicht. Ich kapiere es auch wirklich nicht. Du wirst dann so wütend, dass ich denke, jetzt wird sie mich umbringen. Manchmal könnte ich dich wirklich töten. Und wie würdest du es tun? Keine Ahnung. Ich würde sagen, vergiften. Ich würde die Cupcakes vergiften, die du ja angeblich nie isst. Ich würde es vorsichtig dosieren für einen langsamen Tod. Das ist voll gut. Ich würde die letzten Monate mit dir sehr genießen. Das würde ich auch. Ja, und du wärst zwar todkrank, aber süß. Und ich würde dich versorgen und langsam weiter töten. Weißt du, was ich so toll an uns finde? Du überraschst mich immer wieder. Ich hätte schwören können, du würdest mich mit einer Portion Gift um die Ecke bringen. Aber du würdest mich über Monate quälen. Wahnsinn. Das klingt jetzt schlimm, aber hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, wenn, sagen wir, eine höhere Macht euch trennen würde? Der Tod? Ihr Tod? Wenn ich ehrlich bin, kam mir der Gedanke schon öfter. Es müsste natürlich ein friedlicher Tod sein, ein sanftes Dahingehen. Ja, friedlich muss es sein. Ich meine, sie ist die Mutter deiner süßen Kinder. Und die neue Ehefrau wäre ein Segen. Gott, würde ich jetzt gern meine zweite Frau kennenlernen. Hoffentlich mag die mich lieber als meine erste. Sind deine Brüste echt? Ja, ich bin jung. Du kannst Desi nicht feuern, sie ist unsere beste Verkäuferin. Hi. Ich glaube, Desi trägt keine Unterwäsche, da war alles dunkel, glaub mir. Vielleicht hat sie nur einen dunklen Slip an. Ja, vielleicht ist es ja ein dunkler Slip mit einem Bild von einer Vagina drauf. Also das ist die Kleine, die bei euch arbeitet? Ja, das ist Desi. Sie arbeitet für Debbie? Sie sieht nett aus. Meine Frau würde durchdrehen, wenn ich so eine sexy Angestellte beschäftigen würde. Ja? Ja. Jede Frau, die bei mir arbeitet, sieht aus, als wäre sie das Opfer eines fürchterlichen Autounfalls. Ja, ich hab den verstehe. Pool erobert. Ihr seid jetzt alle meine Sklaven. Komm schon. Du hast kein Problem, wenn sowas in der Nähe deines Mannes ist? Ach, Pete wäre mit der völlig überfordert. Was denkst du, beobachten uns unsere Frauen? Oh, definitiv. Die sehen aus wie Pädophile. Es ist wieder einmal eine jener nicht ganz stubenreinen Komödien, mit denen sich die Apatows so etwas wie ein eigenes Genre erobert haben. Mit von der Partie Apatows Ehefrau, die Töchter und möglichst immer dieselben Schauspieler. Wenn ich jemanden mag und wir ähnliche Arbeitsweisen haben, möchte ich wieder mit ihm arbeiten. Mir gefällt es nicht, die Leute beiseite zu schieben. Wenn ich zum Beispiel lange keinen Film mit Seth Rogen gedreht habe, überlege ich, wie ich mehr Zeit mit ihm verbringen könnte. Vielleicht sollte ich einen Film mit Seth Rogen machen, um mit ihm abzuhängen. So wird das auf vielfältige Weise etwas Soziales. Je besser du die Leute kennst, je intimer ihr seid, desto lustiger kannst du sein. Desto besser verstehst du, wie sie in einer Situation reagieren könnten. Und das macht es eben leichter als mit Fremden. Du hast dir erzählt, dass du Viagra nimmst? Komm schon. Das ist ein absolutes No-Go. Ich glaube, das steht sogar auf dem Beipackzettel. Hier, da siehst du, was dir entgeht. Eine hübsche Pflanze, die sich nach der Sonne streckt. Du darfst rein, 10 Minuten, aber dann will ich einen besseren Vorschlag für die nächsten 4 Stunden hören.